So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Hier ist wieder euer Stürmi. Ja, heute gibt es mal wieder ein neues Video. Schon lange nichts mehr hochgeladen gehabt. Es hat auch seinen Grund gehabt, und zwar bin ich im Moment am Umziehen. Und das zweite ist von meiner Gesundheit. Ihr seht hier ein paar Flecken hier. Ich habe eine Hautkrankheit, wo vererblich ist. Deswegen habe ich auch Handschuhe an, weil man sieht ziemlich an den Händen die Krankheit. Das möchte ich euch nicht antun. Ich hoffe, ihr habt damit Verständnis. Ja, sonst wird ja gar nichts mehr auf meinem Kanal kommen. Deswegen habe ich mir die Handschuhe hier besorgt, dass ich wenigstens noch Unboxings machen kann. Ich hoffe, euch macht das nichts. Ja. Ich habe jetzt hier ein Mail bekommen, und zwar von Konstantin. Ja, das kam letzte Woche. Und dann würde ich mal sagen, kommt jetzt erstmal das Intro. So, wie gesagt, die Handschuhe sind nur dafür da, für meine Krankheit zu verstecken. Ich möchte euch das nicht antun, wie meine Hand aussieht. Ist im Moment nicht so schön. In meinem Gesicht geht's wieder so teilweise. Man sieht zwar noch, aber ja. Ja, ob man es jetzt vom Ton hier hört, ich bin gerade am Umziehen. Es ist schon ein bisschen leer geworden hier. Ja. So, ich habe schon reinstibitzt. Also ich nehme mal alles raus hier. Aber es macht ja auch ein bisschen was her hier mit den Handschuhen. Als würde ich hier irgendwie was auspacken, was wertvoll ist. Aber es ist halt. Also ich finde es wertvoll. So, wir schauen mal, was er mir zugeschickt hat. Also ganz genau. Also hier weiß ich natürlich nicht, was da alles drin ist. So, hier sogar ein ganz neues Päckchen mit Stiften. Also Feinliner, die sind gar nicht so billig. So, oh, da geht's noch weiter. So, hier ist noch ein Päckchen. Noch ein Päckchen. So. Das hier noch raus. Mal schauen, ob da noch was drin ist. Nein. Gut. Dann kann das weg. So, ich muss mal gerade gucken, ob der draufgeschrieben hat, ob ich den vorlesen darf. Ja, darf ich. So. Schauen wir uns das mal an, was er mir geschrieben hat. So, hier oben steht's. Darf vorgelesen werden. Mail Day. Ich hoffe, man kann es lesen, aber ich denke schon. Hi Stürmi, ich heiße Konstantin und bin 12 Jahre alt. Ich wohne in Dresden und gucke jedes deiner Videos. Das finde ich sehr nice von dir. Ich kommentiere immer als Konzi Meier, das solltest du aber wissen. Ja, das weiß ich natürlich. Weil du mich auch abonniert hast, danke dafür. Kein Problem. Meine Lieblingsmannschaft ist der FC Erzgebirge Aue und mein Lieblingsspieler ist Martin Mennel. In diesem Brief sind noch ein paar Extras beigelegt. Ich hoffe, sie gefallen dir, LG Konsimeier. Richtig nice. Schöner Brief, den hebe ich mir auf jeden Fall auf. Ich werde mir in der neuen Wohnung irgendwie mal schauen. Irgendwie eine Wand machen, wo ich die alle aufhänge. So, dann schauen wir mal. Hier hat er mir noch ein paar Fragen aufgeschrieben. Achso, nein, warte. So, ich weiß, dass du Bayern-Fan bist, also habe ich dir ein FC Bayern-Quiz gemacht. Hier ist das Quiz und... So, kann man es jetzt lesen? Hier ist das Quiz und auf der anderen Seite sind die Lösungen. Teste dein Bayern-Wissen. Für welche Ablöse kam Leon Goretzka zu den Bayern? Ablösefrei 5 Millionen, 20 Millionen. Na, da denke ich mal die 20 Millionen. Sollen wir mal gucken, ob ich richtig liege? A, B, es ist C, 1, C. Wie ablösefrei war das? Oh,
Okay. Scheiße. Oh, sorry. Das wollte ich jetzt nicht sagen. Wie alt ist Leon Goretzka? 22, 27 oder 23? Da würde ich aber jetzt C sagen. Schauen wir auch mal, ob ich da jetzt richtig liege. Jawolski. So, wie oft wurden die Bayern bisher Meister? 27, 26, 28. Ich hoffe, ich liege jetzt richtig mit B, 26 Mal. Okay, es war C, 28. Ah, ich kann nicht alles wissen. Okay, wie viele Clubmitglieder hat der Verein ungefähr? Circa 290.000, circa 410.000, circa 210.000. Ich denke mal, es ist ein großer Verein. Da würde ich sagen B. Ups. Es ist A. Ach Quatsch, ich wollte auch A sagen. Okay. Ich glaube, ich habe B gesagt. Ich habe aber A gemeint. Okay, mein Fehler. Wie heißt der Sportdirektor der Bayern? Karl-Heinz Rummenigge, Uli Hoeneß oder Salihamidzic? Das ist Salihamidzic. 5C. Jawohl, es geht. Wie viel Mal in Folge wurde der FC Bayern Meister? 6 Mal in Folge, 4 Mal in Folge, 7 Mal in Folge. 6 Mal. Ja. So. Und die Frage 7. Wie ist der Top-Abgang der Bayern? Douglas Costa. Oder Douglas Costa. 29, 27, 25. Ich meine, er wäre 25. Aber ich könnte mich auch irren. 7B. 27? War der schon so alt? Okay. Also meine Fragen. Okay. So, hier hat er mir noch was. Stimmt, hier hatte ich auf YouTube abonniert. Jawolski. Da hatte ich noch 1021 Abonnenten. Da seht ihr es. Jetzt sind es ein bisschen weniger geworden, weil ich halt so inaktiv war. Aber halt nur wegen meiner Krankheit. Tut mir echt leid und wegen dem Umzug. So, was hat er mir hier noch zugeschickt? Das hier ist aus der Bravo Sport. Torjäger, Legenden. Die besten Bundesliga-Knipser aller Zeiten. Oh yeah. Das ist natürlich nice hier. Ailton. Mario Gomez. Jürgen Klinsmann. Ja. Karl-Heinz Rummenigge. Preetz. Oh, da sind ein paar Stück dabei hier. Natürlich Lewandowski. Luca Toni. So, hier ein paar Kölner für den Julian. Dieter Müller. Wen haben wir hier noch? Klaus Allofs. Oh, hier natürlich Gerd Müller, den darf man nicht vergessen. 365 Bundesliga-Tore, das ist natürlich ganz nice. So, vielen Dank, Konzi, für das hier. So, was hat er mir hier noch zugeschickt? Hier hat er mir noch einen Spielplan zugeschickt. Schauen wir mal. Oh yeah. Okay. 17. Spieltag. Oh ja, Rames auf der Rückseite. Richtig cool. Ich glaube, er hat mir deswegen das zugeschickt, wegen Rames. Vielen Dank. Freut mich. So, da hat man noch Karten hier dran. Und zwar haben wir hier Niklas Süle. Und hier ein Code. So, machen wir auf die Seite. So, natürlich hier die super Stifte. Vielen Dank für das hier. Kann man immer gebrauchen. So, dann schauen wir mal, was er mir hier noch zugeschickt hat. Ich hoffe, ich krieg die mit den Handschuhen auf. So. Ah, geht. Also er hat's nicht knallhart zugeklebt. So, auf damit. Schauen. Noch ganz verpackt hier. Mau Mau, Bundesliga Mau Mau. Richtig nice. Aber den lasse ich jetzt noch zu, weil ich ziehe jetzt um und wenn ich jetzt alles so einzeln habe, ist das natürlich nicht so schön. Da
Dafür schon mal vielen Dank. Cool. Machen wir mal weiter. Ja, falls ihr mir auch was zuschicken wollt, könnt ihr es tun an Andreas Stürmer, Postfach 12 21 31 in 55743 Idar-Oberstein. Steht aber auch, glaube ich, immer hier unter in der, wie heißt, Videobeschreibung oder wie man es sagt. So, mal gespannt, was hier drin ist. Oh yeah, oh. Oh, ich sehe schon. Ich sehe schon lauter Bayern-Karten. Richtig cool. So, hier haben wir Clubkarte. Oh, von wann sind die denn hier? Steht das irgendwo drauf? Kapitän Lahm. Oh, da war noch Gabiola hier Trainer. So, hier haben wir Mats Hummels. Limitierte Auflage. Ist ja mal richtig nice. Cool. Oh, hier Manuel Neuer. Richtig nice. Dann haben wir hier Thiago. Hier haben wir noch Vidal, der jetzt in Barcelona ist. Oh, hier Coman. Ich hoffe, dass der jetzt mal verletzungsfrei bleibt. Oh, hier haben wir eine Viererkette und zwar mit Lahm, Benatia, Boateng und Alaba. Benatia ist ja schon lange nicht mehr da. Lahm hat aufgehört und die anderen zwei sind noch vorhanden, die Spieler. Oh, hier haben wir Juan Bernat, der jetzt nach Paris gewechselt war. Dann haben wir, oh, früher und heute. Okay, beide nicht mehr da. Aber Lothar Matthäus natürlich eine Bayern-Legende. Genau wie Gerd Müller und so. Xabi Alonso noch drauf. Sehr, sehr starke Karte. Dann haben wir hier Rode, der jetzt in Frankfurt? Ne, Frankfurt nicht. Quatsch, was erzähle ich denn da? Rode, wo ist der denn jetzt nochmal? Ist er auf Schalke? Ich glaube Schalke, oder? Ihr könnt mich ja verbessern. Oh, hier Bart Stuber. Der in Stuttgart. Ich glaube, der spielt da, glaube ich, gar nicht mehr. Den haben sie, glaube ich, den Vertrag aufgelöst, so viel wie ich weiß. Also ich will nichts Verkehrtes erzählen. Ja, mir Rafinha, der auch seine letzte Saison wahrscheinlich spielt bei den Bayern. So. Oh, dann schauen wir mal hier rein. Also bis jetzt ein super Mail Day. Fällt mir. Oh, hier sind auch coole Karten. Na. So, was haben wir denn hier? Kenneth Saif. Oder. Ihr könnt es ja selbst lesen. Dann haben wir Daily Blind. Vom Menü. Dann haben wir hier Seydou Doumbia. Das sind, glaube ich, ältere Karten hier. Ob die jetzt noch Alter spielen, glaube ich. Lionel Carroll. Ich hoffe, ich habe den richtig ausgesprochen. Dann haben wir hier Joe Hart. Hier haben wir wieder einen Code. Ich denke mal, der ist nicht mehr gültig. Dann haben wir hier Vincent Kompany. Dann haben wir hier Ivan Rakitic. Der spielt ja natürlich immer noch für Barcelona. Dann haben wir Wendell und Roberto Hilbert. Wendell und Roberto Hilbert. So, dann haben wir hier Niklas Bendtner. Lord Bendtner. Und Lars Stindl. Oder ist das überhaupt der Lord? Ne, ist auch Niklas Bendtner.
Ihr könnt mich ja korrigieren. Zu einem sagt man immer Lord. Lord Ben. Oh, was haben wir denn hier? Hat er nichts drauf? Oh, doch. Spielball Memory steht hier drauf. Okay. Hui, noch was zum Spielen. Nicht schlecht. Ich glaube, hier sind die ganzen Spielbälle drin. Saison. Ja, muss ich euch aber jetzt nicht alle zeigen, oder? Aber auf jeden Fall richtig nice. Cool. Im Adventskalender war ja auch ein Memory. Da waren die Club. Ja. Ihr wisst ja, was ich meine. Oh, hier wieder Match Attacks. Hat er nicht. Oh, hier haben wir Pizarro. Was? Eine Goldlimi? Alter. Richtig verrückt hier. Pizarro. Hier. Die rote Edition. Wann die jetzt war, kann ich euch nicht sagen. Hier haben wir Rudi von Hoffenheim. Danach kam er ja zu den Bayern und jetzt ist er wieder weg. Ah ne, Rudi ist doch, glaube ich, jetzt. Ach, egal. Hier haben wir. Wie heißt der? Artem Fedeski. Dann haben wir hier Kolasiniak von Schalke. Dann haben wir Mali. Richtig cool, alles goldlimitiert. Meine Güte. So, hier haben wir Ken Reichel. Oder Ken Reichel. Dann haben wir Rani Khedira. Hier haben wir Steven. Oh, den Nachnamen spreche ich lieber nicht aus. Dann haben wir Daniel Caligiuri. Hier haben wir Brel Embolo. Hier haben wir David Abraham. Oh, hier haben wir André Apfelschürle, der jetzt in England spielt. Dann haben wir hier Milosevic. Hier haben wir Brooks. Ich glaube, der spielt gar nicht mehr bei der Hertha. Hier haben wir Opare. Hier haben wir Baumgartlinger. Oh, hier haben wir Sandro Wagner, der ja noch, der zu den Bayern gewechselt ist und jetzt wieder weg. In der Winterpause. Hier haben wir Christian Clemens. Dann haben wir hier Dominic Marot. Dann haben wir hier Marco Höger. Dann haben wir Roger. Hier haben wir Tisserand. Oder ja, ich denke mal Tisserand. Hier haben wir Kramaric. Hier haben wir Burgstaller von Schalke. Dann haben wir hier Suat Zepta. Und die letzte Karte ist hier Bojan Krikic. Ist der eigentlich noch auf Mainz oder ist der wieder weg? Schreib's doch mal in die Kommentare, ob hier Krikic. Oder ist er wieder zurück zum Menü? Oder wo spielt der im Moment? Gute Frage. So, noch ein großes Päckchen hier. Mal gespannt, was da noch drin ist. Steht da was drauf? Nö. Da bin ich auch mal gespannt. Oh yeah. Eieiei. Okay. Richtig nice. Na.
Ach, gehst du rein? So. So, ich denke mal, hier lese ich jetzt nicht mal alle vor. Ich würde euch jetzt gerne weiter runternehmen, aber da müsste ich mal kurz. Sorry. So. So. Einmal. Zweimal. Richtig nice. Da schickt er mir einfach mal ein paar Limis zu. Richtig cool. Aus der aktuellen Serie hier. Ups. So. Upsala. Da war einer zu viel mitgegangen. Noch einer mit. Oh, hier haben wir Stolper-Gommes. Oh, Jäger. Alexander Meyer. Der spielt jetzt leider nicht mehr in Frankfurt. Compare. Selassie. Plaschikowski. So, dann haben wir hier Thiago. Sandro Wagner, jetzt nicht mehr bei den Bayern. Haben wir nochmal Thiago. Und nochmal Wagner. Caligiuri. Ein Stück von der Meisterschale. Dann haben wir Stoppelkamp. Schnatterer. Aska Keeper. Oder so. Löwen. Baumgartel. Everton. Karaman, Avevoa, Nanchik, Asano, Chilbrett, Jensen, Kaká, nur selbst lesen. Schmied, könnte auch selbst lesen. Donati, Quaison, Muto, könnte selbst lesen. Günther. Höfler, Dahoud, Kagawa, der ist im Moment ausgeliehen, Akanji, Bürki, Aragonis, oder Aranguis, keine Ahnung, wie er ausgesprochen wird, Dominic Kor. Dann haben wir hier Toro, Trapp, Rebic, na? Dann haben wir hier Fernandes, Magut, Nico Schulz, Kramaric. Dann haben wir Defensivduo, Vogt und Hübner.
Hier ist aber eine andere Serie. Also verschiedene. Der letzten und von dieser Saison. Nochmal Kramaric. Salai. Oh, da haben wir hier nochmal Champions League Karten. Ruben Weso. Oh yeah. KDB. Kevin De Bruyne. Richtig cool. Dann haben wir Jelle Fossen. Pierre Gabriel. Oh yeah, Nainggolan. Dem spiele ich immer gerne gegen Julian. Davies. Weghorst. Die Davi. Knorre. Hermann. Junuzovic. Und Sané. Richtig, richtig cooles Melee. Ja. Ihr könnt ja mal alle in die Kommentare schreiben. Danke, Konzi. Also Konzi Meier. Könnt ihr mal bei dem vorbeischauen. Er hat auch einen Kanal, heißt Konzi Meier. Könnt ihr mal da gerne vorbeischauen und vielleicht ein Abo dalassen. Und drunter schreiben, ich komme von Stürmi oder so. Ja, ich hoffe, euch hat es nichts ausgemacht mit den Handschuhen. Ja, wie gesagt, das ist ja nicht als Witz hier oder sowas. Falls euch dieses Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Zack, zack, zack. Oder so. Und falls du noch kein Abonnent von mir bist und dir mein Kanal gefällt, lass kostenlos ein Abo da. Ich würde mich sehr darüber freuen. Ich würde sagen, bis zum nächsten Video und ciao.